rette doch jemand! Bitte! Du hilfst mir, oder? Es geht um einen Kuppler. Er ist in großer Gefahr. Gestern Nacht habe ich auf Kunden gewartet, als mir ein paar zwielichtige Kerle auffielen. Sie entsorgten die Leiche eines Samurai im Kanal und vor Schock schrie ich laut. Ich floh so schnell ich konnte zu meinem Kuppler, der mich versteckt hat. Doch als mich die Schurken nicht fanden, nahmen sie stattdessen ihn. Rette ihn! Ich flehe dich an! Bitte rette ihn! Oh, hab vielen Dank. Er wurde in die dunklen Gassen des Freudenviertels gezerrt. Bitte beeil dich, bevor es zu spät ist. Sag die Wahrheit, dann verschonen wir dein wertloses Leben. Damit hin, diese Schläger benehmen sich so, als würde die Stadt ihnen gehören. Und sie werden uns schikanieren, bis du ihren Anführer ausschaltest. Ich flehe dich an, hilf uns, bitte! Sie versammeln sich beim großen Anwesen, draußen bei den nördlichen Reisfeldern. Geh du vor, ich bin direkt hinter dir. Ja. Ja, jetzt bist du auch ganz allein, wie? Was für ein Tag für furchtlose Gäste. Du bist wegen der beiden hier, stimmt's? Verstehe. Hör mal her, du scheinst vernünftig zu sein. Hast du nicht Lust auf einen Handel zwischen uns? Wenn du ganz leise verschwindest, alles hier vergisst und den Mund hältst, bezahle ich dich. Verstehe. Du willst also keinen Handel. Na dann, bist du hoffentlich bereit zu sterben! Ja!
sechs Stück. Helft sie hier mal, Jungs! Es ist vorbei. Ich kann dir wirklich nicht genug danken. Danke. Edo ist zu viel für uns. Wir ziehen besser in eine andere Stadt weiter. Aber ich sage allen, dass du mir geholfen hast. Auf Wiedersehen. Wer bist du? Und was hast du in unserem Dojo zu suchen? Wenn das so ist, gut. Der Meister ist momentan nicht hier. Tatsächlich ist er... Weißt du, unser Dojo begrüßt Einflüsse anderer Schwertschulen. Wie wäre es, wenn wir unser Gespräch nach einem kleinen Kräftemessen fortsetzen? Gute Antwort. Dann zeig dem großen Toranosuke-Shima da mal, was du so kannst. Der Schule des Schwertes geht zunächst einmal die des Geistes voraus. Und jetzt lass uns feststellen, ob du die bist. Offenbar behaupten. Kommt das Blut in Wallung, hä? Das wird dein einziger Sieg über Tanetsugu Oishi bleiben. Also genieß den Moment. Bis ich auf Meister Odani traf und gegen ihn verlor, war ich jahrzehntelang ungeschlagen. Aber dem alten Mann werde ich es noch zeigen. Und dir auch. Das höre ich doch gerne. Meister Odani nimmt jede Herausforderung an.
Aber einen Kampf gegen jemanden wie dich wird er ganz besonders genießen. Er übt am Ufer des Flusses, nicht weit von hier. Geh am besten gleich zu ihm. Wurde auch langsam Zeit, dass du auftauchst. Ich bin Nobutomu Odani, der Mann, nach dem du anscheinend suchst. So, so. Also, du hast Hachiro und Horanosuke besiegt. Eine gewisse Wildheit strahlst du ja aus. Demut ist eine Tugend. Selbst unter jenen, die in die Geschichte eingehen, ereilt die Bescheidenen und Demütigen das Glück, während Hochmut allein Unheil heraufbeschwört. Genug geredet. Es wird Zeit, dass du zeigst, wie gut du eine Klinge führen kannst. Oho! Ich freue mich auf eine Kostprobe deines Könnens, Mädchen. Keine Scheu. Sehr gut. Geschlagen. Du wurdest wirklich mit großem Talent gesegnet. Du besitzt Scharfsinn. Das hätten nicht viele Leute bemerkt. Tatsächlich stehe ich auf Kaishus Wunsch hin bereits in den Diensten des Shogunats und bilde all jene Schwertkämpfer aus, die er finden und rekrutieren kann. Meinem Vetter kann ich nichts abschlagen, nicht wahr? Auch auf die Gefahr hin, mein Dojo zu vernachlässigen. Die Chance, jemanden wie dich zu unterweisen, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ich werde mich wohl ganz meiner neuen Rolle widmen. Du musst mir nicht danken.
Ich werde jedenfalls tun, was ich kann. Lass dir versichert sein, dass du in guten Händen bist. Verzeih bitte die Störung, doch ich hätte eine dringende Bitte an dich. Hör mir kurz zu, ja? Ich bin Lehrer in einem Dojo, weißt du? Neulich sah ich, wie einer meiner Schüler einfach einen Fremden auf der Straße getötet hat. Ich stellte ihn natürlich zur Rede und wollte ihn bestrafen. Aber ich brachte es nicht übers Herz und er ist geflohen. Trete ich meinem Schüler wieder gegenüber, werde ich sicher wieder zögern. Ich kann ihn nicht aufhalten. Bitte, wirst du es für mich tun? Danke. Jetzt, wo er Blut geleckt hat, wird mein Schüler immer weiter töten. Uns bleibt keine andere Wahl, als ihn zu beseitigen. Du! Sag nicht, er hat dich geschickt! Warte! Töte mich nicht! Mein Meister schickt dich! Stimmt's? Hättest du nur gesehen, wie er gelacht hat, als er meine Mitschüler tötete? Er weiß, dass ich ihn gesehen habe. Und jetzt will er auch mich finden und töten. Doch bevor ich sterbe, muss ich meine Brüder rächen.
Ah, du bist zurück und wohlauf. Ist es vollbracht? Wurde mein Schüler bestraft? Natürlich, sicher hast du das. Hast du zufällig auch einen Beweis für deine Tat dabei? Ich wäre beruhigt, wenn du mir etwas Handfestes vorlegen könntest. Kein Grund zu lügen. Der Mann trug stets einen Dolch an seiner Seite. Wenn du ihn nicht bei dir hast, bedeutet das, er ist noch am Leben. Na gut, dann töte ich ihn selbst. So macht es mir Spaß. Und ich werde auch noch stärker. Aber zuerst werde ich es genießen, dich zu töten. Du darfst nicht überleben, du weißt zu viel. Komm her. Wenn du etwas willst, dann sprich jetzt. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht bringt mich das auf andere Gedanken. Lass uns einen Spaziergang machen. Na los, komm mit. Es ist so eine Schande. Ich kann einfach immer noch nicht glauben, dass der Schuldige tatsächlich jemand aus Satsuma ist. Dieser Tage steht Japan vor einer noch nie zuvor dagewesenen Krise. Das Wichtigste ist nun, dass wir alle gemeinsam für dasselbe Ziel kämpfen. Solange wir uns gegenseitig bekriegen, gibt es keine Hoffnung auf Überleben. Nakamura hat, genau wie ich, das Ziel, Japan zum Besseren zu verändern. Wir haben nur unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man dieses Ziel erreicht. Daran möchte ich glauben, denn dieses Land ist unser aller Heimat. Ich sehe mich dazu berufen, die zerstrittenen Fraktionen zu einigen. Aber ganz egal, was ich auch versuche, wie viel ich auch gebe, es ist anscheinend nicht genug. Ich schaffe es einfach nicht, zu ihnen durchzudringen. Und kein Wort von dir. Wie erwartet. Wenn du vor mir stehst, als ob dich nichts aus der Fassung bringen könnte, schäme ich mich fast ein bisschen dafür, dass ich mich von meinen Emotionen mitreißen lasse. In Zeiten wie diesen ist es am besten, sich mit Essen von seinen Sorgen abzulenken. Verrat mir, magst du Süßspeisen? Wunderbar, wunderbar. Gut, wir beide haben anscheinend ähnliche Vorlieben. Weißt du, ich möchte kandierte Süßkartoffeln machen. Und weil du meinem Gemurre so geduldig zugehört hast, wollte ich dich als Entschädigung davon kosten lassen. Wenn du etwas willst. Gut, ich... Ha ha!
soll ich sagen? Schon als kleines Kind hatten Katzen und andere Tiere es mir angetan. Vor Prinzessin Sato hatte ich schon einmal eine Katze. Doch sie ist leider gestorben. Auch jetzt denke ich noch immer oft an sie. Sie und Prinzessin Sato sind einfach unersetzlich für mich. Sie sind meine liebsten Schätze. Wie meine Kinder, die ich nie hatte. Ja, ich wurde in einen Zweig des Shimazu-Clans geboren. Als die Zeit gekommen war, mich zu vermählen, wurde ich vom Haupthaus adoptiert. Als junges Mädchen dachte ich, dass ich einen Mann aus der Umgebung heiraten und Kinder bekommen würde. Dass ich in Satsuma alt werden und dort sterben würde. Man kann wirklich nie wissen, was die Zukunft bringt. Wie du meinst. Lebe wohl.